Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Mit dabei TK Official und Mehmet Productions. Mhm. Zusammen gucken wir uns drei Künstlerinnen an. Jiyeon aus Südkorea, Feride Hilal Akın aus der Türkei und Elena Kitic aus Serbien. Genau. Thumbnails sehen interessant aus, vor allem Feride Hilal Akın so. Und die Haare sehen cool aus von Jiyeon. Ja, aber genau. Ich bin gespannt jetzt, was kommt. Ja. Die sehen alle vielversprechend aus. Genau, fangen wir an. Oh, oh, geiler Mustang. Geile Stadt, ey. Ja, geile Stadt. Und vor allem diese vielen Farben. Ja. Die Maske da. Geil. Ja, ich dachte, das ist so ein Pult oder so. Da kam so eine Maske auf einmal. Oh, ja, aber geile Haare. Vielleicht L.A. Nein, das geht ja Los Santos. Ja, Los Santos, genau. Ja, ja, ja. Die Haare stehen hier auf jeden Fall. Ja, sieht geil aus. Und eine gute Stimme. Da sieht die voll süß aus, hier wo die zeichnet. Irgendwie. Ja, das mit der Flöte ist geil. Ist es Querflöte? Nee, Panflöte? Ich weiß gar nicht. Oh. Hey, hey. Ich finde den Mustang so geil. Oh, das sieht so nice aus. Im Hotel, ja. In die Stadt so. So will ich auch aufmachen. Ja, die Skyline. Sie war in einer Girlgroup drin. Teara. Ah, kenne ich, ja. Die ganz alte, ja. Und jetzt macht die Solo weiter. Ist sie ihr erstes Solo, oder? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich habe auch eine Netflix-Serie von ihr angeschaut, wo sie mitgespielt hat. Echt? Ja. Okay. Auch Hauptdarstellerin. Ja, okay. Okay. Take a hike. Diese Flöte, die ist geil. Ja, die ist echt geil. You better take a hike. Ja. Oh, Billard, ich hab letztens Billard gespielt. Ich hab verloren. Na, ich hab gewonnen. Boah, das sieht geil aus. Schau mal den Himmel an. Wow. Schön rot und so. Das ganze Video besteht halt eher aus so City halt, Stadt. Aber und Wohnungen und Häuser. Geile, trotzdem geile Orte ausgesucht. So. Ja. Ich glaube, sie ist in vielen verschiedenen Villen. Das war echt nice. Ich auch so. Auto. Das sieht perfekt aus. Hike. Take a hike. Oh, ich hab Hike verstanden. Nice. Wer ist als nächstes? Ja. Feride, ne? Ja, Feride kommt jetzt. Yes, es kommt türkisch. Tutku. Feride Hilal Akın. Okay, das sieht interessant aus. Sind das Schakale oder eine Maske oder ein Fuchs? Okay, das ist echt geil, die Kulisse. Das sieht cool aus. Der Bass. Ach, vom fetten Spiegel. Hey! Samurai-Schwert. Ist, glaube ich, ja, chinesisch. Wir haben uns doch geirrt, das war kein Schwert, das waren diese Trommel. Trommel, ja. Sollen die Hunde darstellen oder die Masken? Interessante Szenen so, dass sie auch irgendwas Chinesisches da eingebracht hat.
Aber das sieht auch cool aus. Ja. Oh. Fetter Wagen. Hättest du das von Verida erwartet? Nein. Definitiv nicht, weil die macht ja meistens mal so ruhige Lieder ja. So und dann sowas. Oder wir haben doch letztens Kim angeschaut, weißt du? Oh, guck mal, die Augen. Das war cool. Oh, das sieht aus wie bei Tokyo. Oh, das sieht geil aus. Jetzt hat er ein Schwert. Jetzt hat er ein Schwert. Nee, das ist Japan. Okay. Geiles Make-up auch. Ja. Sag mal, ein echt fettes Schwert. Und das ist ein Riesenspiegel. Die Einstellung ist auch krass. Sand oder Blut oder was ist so. Sie tanzt auch noch? Ja. Und dann noch sie kann tanzen auch noch. Ich muss das sieht sagen, das ist echt nice aus, von ja. Video her eines der krassesten türkischen ja. Videos irgendwie bis jetzt. So aufwendig echt? Und interessante Ideen so eingebracht. So. Ich habe sowas noch nie gesehen in okay. türkischen Videos. Ach so. Buradan Ferdi'yi tebrik ediyoruz. Boah, das sieht auch krass aus. Sie ist Dingens ganz kurz zum Nusret gewonnen. So, geil. Geil mit dem Spiegel, es zerfällt ja. Und also ich fand das wieder zusammen. Nice, ey. Das war gut. Von Feride. Feride. Ah, jetzt Feride kommt Elena Kitic. Ja. 2000er heißt dieses Lied. Okay. Also, jetzt kommt ja, ein typisches Lied. Boah. Guck mal, die Dinge. Ja, okay, das ist wirklich 2000er. Diese Bubble-Dinge, kennt ihr diese mit diesen runden? Ja, genau. Action-Figuren, ja. Das war so geil war in den 2000er. Hört sich auch so an, irgendwie, ne? Ja. 2000er wie. Die Auto so. Fette High Heels. Vor 20 Jahren, stellt euch das mal vor. Die hat so 2000er, ja. Da hinzugefügt. Gott, was das Hässliches. Da ganz oben, diese Fliege. Oh, diese Handys, ey, gibt's das noch? Nee, glaub ich nicht. Die Logo schaut auch ein bisschen aus wie von MTV, ne? Mhm. Ja. Mit einem E. Nur mit E, wegen ihr Namen. Ja, Elena. Mit E, ja. Luba Buba. Luba Buba. Und dann noch diese alten Apple-PCs. Ja. Schon krass, wie die 2000er waren, ne? Ja. Diese Clapping, ja, die sehr besten. Genau. Oder also früher von Motorola. Ja, stimmt, Snake habe ich früher richtig gezockt. Power Rangers. Ich glaube, ich habe auch noch so eine Power Rangers Figur zu Hause. Ja? Ja. Geil. Toilette voller Glitzer. Ja, aber, wir wissen alle, nice, was. Ne? Ja. Wir wissen alle, was für dieses Glitzer steht. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Oh, meine Leute. Sehr viel Metaphern mit hier gearbeitet.
grüne Haare. Echt? Ja. Vielleicht hat er dieses Spray benutzt, was man früher auf die Haare ja, macht. Ja, stimmt. So richtig ein 2000er Feeling gab es gar nicht. So richtig oldschool. Ja, ja. Die ist auch hübsch. Ja. Der DJ geht ab. Den Schallplatten. Elena. War gut. Yo, jetzt. So schnell schon vorbei. Also ich muss sagen, erstmal muss ich sagen, Elena, echt mutig, so ein Lied rauszubringen, weil die heutige Generation, das passt halt nicht so richtig zu der heutigen Generation, so ja, die Musikrichtung. Ja, ja, also die meisten gehen ja auf Mainstream. Genau, Mainstream. Und das ist schon nicht mehr Mainstream, so echt oldschool. Ja. Aber vielleicht wollt ihr einfach nur so zeigen, so was ja, damals ja, genau. gab. So. Also auch mutig, muss ich sagen. Ja. Aber schon. Wollte sie wahrscheinlich so machen und dann kommt sie ja, aber ist ja auch gelungen, ne? Ja. Ja, ist ja auch gelungen. Hat sie nice, also das ganze genau. Feeling ist hochgekommen, wie ihr gemerkt habt. Ja, die ganzen Erinnerungen sind hier hochgekommen. Gut, dann Mehmet, fangen wir an. Genau. Also ich würde sagen, Feride ist mein Platz 1. Dann Take a Hike war mein 2 und Elena mit den 2000er Platz 3. Also, weil ich weiß nicht, warum habe ich das so gemacht? Also, Felida fand ich auf jeden Fall, das Video war gut, die Stimme war gut, also da war einfach alles super. 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 Perfekt. Bei Take a Hike, das hat mich so, das war auch okay, aber da hat mich die Musik so mehr mitgenommen, so weißt du, da hatte ich voll Bock so mitzusingen. Ja. Und bei Elena, das war auch sehr schön, aber ich weiß nicht, das ist nicht so mein Musikrichtung. Mhm. Das ist mehr so ruhig und so. Und ich mag eher so diese kräftigen Bässe. So bam, 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 bam. Okay, TK? Ja, ich sage mal, Feride ist auf Platz 1, weil ich fand das Video von ihr klasse, also von den dreien. Fand ich ihr am besten, von der Stimmlage auch und von den Outfits und so weiter war Feride am besten. Danach würde ich sagen, Elena, weil halt das ganze 2000er Ding. Ja. Und bei Jeon, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie schade, die haben das nur irgendwie so in der Stadt gemacht. So. Auch wenn es ein paar schöne Einstellungen war, so. Wow, und Elena haben es nur in einem Haus gemacht. Ja. Okay. Ja, es war schon aufwendiger von Elena. Aber ihr kamen auch die Gefühle hoch, so weißt du. Bei Jay und Dwan, die waren nur draußen, haben mal draußen gefunden, weißt du. Okay. Da ist nicht wirklich was geändert. Ich habe gerade gesagt, bei ihr kamen die Gefühle hoch. Da kannst du bei mir so ein Dingens trauen, diese Dingens, diese weinende Dingens, wie nennt man das? Smiley. Diese Augentropfen da hinzufügen. Smiley Emoji. ja gut, ich muss sagen, mir gefiel Jeon besser, also erster Platz Jeon und knapp dahinter Feride Hilal Akın. Und wie Mehmet auch so gesagt hat, also Elenas war jetzt nicht so mein Geschmack, war nice anzuschauen und so, aber von Musik her nicht so meins. Und ja, das wäre so meine Platzierung gewesen. Aber ich muss sagen, Feride und Jeon echt sehr gut. Und bei Feride muss ich echt sagen, also türkischem Videoverhältnis sehr, sehr gut gemacht. Ja. Genau. Weil sonst ist das immer so ganz Standard, so basic so, aber das war so ein bisschen außergewöhnlich. Ja, mal was Neues. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das fandet, welches Lied euch mehr gefallen hat. Und falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Unten. Falls das Video euch gefallen hat, vergisst nicht ein Like dazulassen. Like. Zu abonnieren. Auf die Glocke. Und bei den beiden vorbeizuschauen. Genau. Das Messi, ist TK Official und Mehmet Productions. Und dann sagen wir auch tschüss und bis zum nächsten Adios. Video.